Hallo, meine kleinen Rabiatoren und die, die es noch werden wollen. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Project Zero 2. Ja, ich muss leider Gottes sagen, ich weiß, ich habe jetzt, glaube ich, zwei oder einen Tag nichts hochgeladen. Das hat auch folgenden Grund, weil ich hatte jetzt erstmal mein, Project Zero, sag ich schon. Black Mirror zu Ende gemacht. Geht ja noch nicht, ne? Die Tür wurde verschlossen. Okay. Oh, hier liegt was. Ich habe jetzt erstmal Black Mirror als Projekt komplett zu Ende aufgenommen. Tim Füb 14. Es geht schon direkt wieder richtig gut los. Tim Füb 14 ist immer ein richtig guter Film, ne? Tim Füb 14. Ich denke, ich habe auch den richtigen Speicherstand gewählt. Ach, wartet mal. Von hier kamen wir doch, oder? Ja. Hier waren doch diese... Ja. Ich gucke nochmal kurz in die Kameraeinstellung. Ich wollte nicht auf die Karte gucken, ich wollte auf die Kamera. 8000. Da könnten wir Empfindlichkeit für Geistkraft, für kurze Wartezeit zwischen Fotos. Ja. Wird in zwar im Endeffekt jetzt alles teurer, aber ja. Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, nicht jeden, okay, hier ist nichts mehr, nicht jeden Geist zu bekämpfen, ne? Also, ich wollte eigentlich auch mal kämpfen, aus dem Weg gehen. Das Problem ist, wir brauchen die Punkte für die Kamera. Und das heißt, es ist schlecht, einem Kampf aus dem Weg zu gehen, also... Ich weiß gar nicht, hatten wir in der letzten Folge... Das meine ich, ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen. Dann ist jetzt... ich speichere nochmal eben. Dann ist jetzt zusätzlich noch das vierte DLC von Black Ops rausgekommen. Was ich auch unbedingt spielen musste. Ja, also nicht... Schande über mich, aber... Es musste sein. So, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Kommen wir hier rein. Das ist der mit dem rostigen Beil, ne? Wir suchen jetzt den anderen Zwillingsschlüssel, glaube ich. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo der überhaupt ist. Er hat gesagt Wächtersteine, ne? Ja, will ich jetzt hier rein? Aber ich glaube nicht, dass ich den Schlüssel da drin finde, weil er meinte was. Oder ob ich nochmal zu ihm zurück muss. Aber das ist immer das Problem, wenn ich mal eine Zeit lang nicht... Woran hängst du fest? Wenn ich eine Zeit lang nicht gespielt habe, ne? Und sie ist auch, muss ich leider Gottes sagen, arschlangsam. Hatte ich einen Kampf hier das letzte Mal? Ich musste jetzt auch ehrlich den Sound und die Geräusche noch runterdrehen, ne? Echt übel. Kollegas. Und zwar both of you. Ich würde gerne ein Gruppenfoto machen. Schauen wir mal eins. Klar. Du müsstest doch jetzt rein theoretisch tot sein.
Ja, bist du auch, oder? Du bist tot. Gut, ich würde sagen, wenn mir Gegner entgegenkommen, dann bin ich gar nicht mal so falsch. Die Frage ist, wo wollte ich gerade lang gehen? Hier lang? Ja, genau. Jetzt weiß ich es wieder, wo ich lang wollte. Ich wollte noch mal zu dem... Aha. Hier liegt was. Mal schön aufpassen. Zwecks Geisterhand. Leuchtendes lila Erz. Und ein Geistersche... Oh. Leute, das ist ja... Das läuft ja richtig bei uns hier heute. Schauen wir uns doch mal das leuchtende lila Erz an. Müssen Sie finden? Okay, da ging es also jetzt wieder um die Maiden, die verschwunden sind. Die Zwillinge. Wahrscheinlich die, von der auch der Junge gesprochen hat. Jai. Jai und Sai, oder? Kollege, ich muss jetzt leider Gottes dich nochmal nerven, ne, weil ich nicht... Ja, es geht mir gut. Noch. Weiß nicht, was man noch mit mir vorhat, aber bis jetzt geht's mir gut. Zwei Schlüssellöcher. Es muss das Tor zur raunen Brücke sein. Das seit der Einkapselung geschlossen ist. Der Schlüssel ist unter einem der Zwillingswächtersteine im Dorf versteckt. Hat sie nicht verfehlt. I want you two to live. I want you to have the life Mutsuki didn't. Mutsuki? Okay, ist Mutsuki irgendwie sein... Ist das ein Mädchen oder ein Junge? Das ist jetzt so bei japanischen Namen... Weiß ich immer nicht, ne? So. Okay, also er weist mich immer noch drauf hin... auf die Wächtersteine. Das heißt, wir suchen jetzt nochmal. Wir gehen jetzt nochmal... What the hell? Warten die da hinten auf mich? War das jetzt nochmal ein kleines Update zum Thema, oder? Warte mal. Wenn ich jetzt hier rumgehe, müssten die eigentlich da sein. Oder? Ich habe sie doch gesehen. Ich bin doch nicht dumm. Ich gehe gerade aus dem Dorf raus, oder? Ach, ich habe die bloß... Das sind die, die um den Grabstein drumrum... tanzen, ne? Ne, hier oben war ich auch. Aber hier ist noch so ein Zwillingsstein. Den ich direkt mal anditschen werde. Wächterstein. Hm. Das wird jetzt natürlich richtig gut. Den letzten Stein noch zu finden. Okay. Hier ist noch einer. Nein. Auch nisch. Nee. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Obwohl meine Lebensanzeige gerade angegangen ist, ne? Das Tor zur raunenden Brücke. Hat er so gesagt, ne? Da müssen wir wahrscheinlich doch irgend... Den Stein habe ich... Ach, das ist kein Stein. Das ist ein Baumstamm. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ne? Wenn wir jetzt hier lang gehen... Minakami-Brücke, Friedhof. Und das ist ein toter Baum.
Da sind wir gewesen. Da war nirgendwo mehr was. Wenn wir jetzt hier gehen... Haus der Kirius nebenan. Haus der Osakas. Dann müssen... Muss ich zurück? Ganz einfach. Den habe ich gerade angebumst, ne? Ja. Hier ist noch so einer. Einen habe ich... Moment. Moment, wartet mal, ich laufe doch zurück. Oder habe ich hier einen übersehen? Ich will jetzt auch nicht wieder auf den Friedhof gehen, weil... Weil es hier sonst wieder bloß Stress gibt, ne? Hier wieder ein Kampf und ich bin wieder... Ich möchte eigentlich meine Ressourcen auch noch nicht verbrauchen. Das Schöne ist, den ersten Kier war der erste, ne? Ich habe... Warte. Jetzt muss ich den anderen suchen. Ja, gut. Das hast du gut. Aber der wird ja dann nicht hier sein. Das wäre ja dann ein bisschen zu einfach. Das heißt, wir gehen jetzt über die Brücke. Über die Brücke. Wenn sie mal ein bisschen schneller laufen würde, das würde mir sehr helfen. Gehen wir dann jetzt einfach wieder... ins Dorf. Und suchen da nochmal, weil, versuche ich auch gerade alles abzuleuchten, was geht. Wächterstein. Wie viel... Moment. Wie viele gibt's davon eigentlich im Dorf? Das würde mich mal extrem interessieren. Der hier ist es nicht, richtig? Gut. Das hier ist das Haus der Osakas, glaube ich. Waren wir ja ganz am Anfang drin. Jetzt sind wir hier rum. Hier ist der Schuppen. Haben wir auch nichts verloren. Auch noch ein Wächterstein. Okay. Ich habe zweimal gedrückt, aus Versehen. So. Müsste er denn aber eigentlich leuchten, oder? Hier ist ein Zwillingsstein, aber der war es auch nicht. Da hinten der. Oder? Nee. Hier? Nein. Na, ob ich da jetzt hin will? Ist aber ein völlig anderer Weg. Ich bin wieder... ohne Rudelpriester.
Da ist ein Rudel Priester on the run. Ich könnte jetzt hier lang gehen. Ich könnte allerdings auch den Priesties hier hinterher. Ich werde den mal hinterherlaufen. Was soll denn da schon großartig passieren? Hm? Ich sag euch, was da passiert. Die könnten uns töten. Aber ich gehe dieses Risiko jetzt einfach mal ganz kurz ein. Hier sind die Schmetterlinge. Oh, nice. Oh, Leute. Aber wieso? Warte mal. Ich stand doch gerade perfekt. Eigentlich jetzt. Hallo? Jetzt. Aufpassen auf die Geisterhand. Das sieht den Sternstatuen ähnlich, bla bla. Und es ist für den Schrein, wo der Bengel sitzt, ne? Glaube ich. Kyuchi Cabana Passage. Ich kann. Oh! Was ist da? Kind im Schatten. Okay. Wieso habe ich denn das vorhin nicht gesehen? Das hier noch aufheben. Dass man nicht, wenn die Geister ankommt, ne? Weihwasser. Schön. Sehr schön. So, ich guck mal eben. Ich glaube, wir schaffen den Weg zurück ins Dorf noch. Müsste sich nur ein wenig beeilen. Eigentlich hätte ich auch voll Lust, hier lang zu gehen mal. Ich glaube, da kommen wir nicht weit. Und sterben zur Not auch. Ach, das ist die andere Seite vom Baum, ne? Ja. Ach so. Untersuchen kann ich es ja mal. Ja. Genau. So. Dann begebe ich mich jetzt mit Schlüssel zurück ins Dorf zu der Tür. Vielleicht kriegen wir die sogar noch auf, wenn uns jetzt nicht unterwegs hier. Irgendwer überfällt. Du bist so lahmarschig. Aber ich könnte eigentlich vorher nochmal speichern. Das ist eine echt gute Idee. Jetzt, wo wir die beiden Zwillingsschlüssel haben. Ich hoffe, man versteht mich jetzt auch besser. Ja. Ja. Ja, nehme ich. Nehme ich. So war das jetzt. Hier bin ich falsch. Meine Orientierung ist sehr, sehr, sehr schlecht. Ich drehe mich ja mal im Kreis und weiß schon nicht mehr, wo ich hin wollte. Das ist echt böse. War jetzt entweder hier rum? Nein. Muss ich da jetzt vorher nochmal mit ihm drüber sprechen? Ich spreche einfach nochmal mit ihm drüber. Weil ich weiß nicht, der scheint Infos zu haben. Über alles und... Ja. Ja, ich hab dich gesehen. Alles gut. Heißt zwar nicht Jai, aber... Sion ist im Haus der Kurosawas. Geh und hol sie schnell. Du bist in Gefahr, wenn du bleibst. The ceremony is starting, Jai. Hurry! Okay. Gut.
Ich glaube, das hatte er uns schon mal gesagt. Aber wir sind da nicht so. Er sitzt da schon eine Weile drin. Und der Gute. Wie auch immer er heißt. So. Wir könnten die Tür jetzt öffnen, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn unsere Zeit ist um. Leider. Geht immer viel zu schnell. Ja, unsere Zeit ist um. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von Project Zero 2. Der scharlachrote Schmetterling. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass es... Mein Hund macht gerade noch Theater nebenbei. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch was. Bye, bye.